Samstag. Nina Hagen und Gott? Dann stellt man fest, dass die Beziehung zum lieben Gott, aber hallo, dass die lebendig ist. Sie geht auf Tour und erzählt von ihrem Leben mit Jesus Christus. Wir haben verschiedene Nina Hagens in der Vergangenheit erlebt. Also mit allem Respekt von Nina Hagen, ich warte ab. Ich finde, dass jedes Wort, was Nina Hagen gesagt und gesungen hat, dass es von Herzen kommen ist. Nina Hagen, Bekenntnisse. Samstag, 20:15 Uhr.